Die Sachen sind gepackt, das Auto steht bereit und wir fahren los. Am Gewässer angekommen war es erst einmal noch recht frisch. Ein herrlicher Blick. Es dauerte gar nicht lange und die erste kleine Plätze ließ sich überlisten. Mit einem symbolischen Schmatzer wurde sie dann wieder behutsam ins Wasser zurückgesetzt. Aber dann tat sie auch an Genie ihrer Route etwas. Ein fragender Blick und ich kommentierte ihre weitere Vorgehensweise. Zum Glück hatten wir einen Kescher mit einem Stab von 3 Meter Länge mitgenommen. Am Ende der Schnur fand sich ein Karpfen, eine Herausforderung für Mensch und Tier. Man mag gar nicht glauben, welche Kraft ein Karpfen doch entwickeln kann. Beim Zuschauen hoffte ich, dass das Material durchhält. Ja, und auch so etwas kann passieren. Oh yeah. Yay, der Karpfen ist im Kescher. Dickes Petri, meine Gute. Mit dem Keschern des Fisches waren die Herausforderungen noch nicht zu Ende. Schließlich muss noch der Haken vom Fisch entfernt werden. Aber auch diese Aufgabe wurde gelöst. Nein, Genie, zeig deinen schönen Karpfen. Na siehst du, du kannst wirklich stolz auf dich sein. Am Ende des Tages hatte ich ein paar kleine Plötzen, ein Karpfen war mir abgerissen, weil er in die Seerosen reingeschwommen ist. Ja, und Genie hatte einen schönen Karpfen von 48 cm Länge. Es war wieder einmal rundum ein sehr schöner Vormittag. Und dafür sage ich Danke.